Ja, hallo und herzlich willkommen zu den besten Apps der Woche, so wie jede Woche. Und ja, ich habe euch heute wieder 5 Apps rausgesucht. Und zwar 3 Spiele und 2 Apps. Und ja, vorerst muss ich mich natürlich entschuldigen, dass ich gestern am Samstag es nicht geschafft habe, mein Video hochzuladen. Und das liegt daran, weil ich einfach richtige Probleme mit meinem Handy gestern hatte. Und also eigentlich nicht mit meinem Handy, sondern eher mit dem Aufnahmeprogramm. Und das wollte einfach nicht klappen und ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob das jetzt hier klappt, was ich jetzt hier gerade mache. Deswegen, es kann sein, dass ich es gar nicht schaffe, das Video heute noch zu machen, aber ich versuche es jetzt erstmal. Ja, wollen wir gleich anfangen? Fangen wir gleich mit der ja lang erwarteten App Plants vs. Zombies 2 an. Das ist ja wirklich so berühmt-berüchtigt, zumindest der Vorgänger hiervon. War eins der meistgespielten Android-Apps. Und jetzt wollen wir mal unter die Lupe nehmen hier, was denn so der Nachfolger auf sich hat. Oder er drauf hat. Also, man spielt wieder die Pflanzen und die Zombies greifen an. Es gibt ganz normale Zombies und es gibt stärkere. Und bei den Pflanzen gibt es natürlich verschiedene Pflanzen, die man setzen kann. Wie das auch beim Vorgänger war. So, wir können jetzt hier zwischen einer Welt aussuchen. Ja, altes Ägypten. So. Das sind immer diese Vorspanne hier, die mich eigentlich ein bisschen nerven. Oh, Spezialdünner, ja. Also, ich habe erst das Tutorial durchgespielt und jetzt bin ich eigentlich erst bei Level 2 in dem richtigen Spiel, wo man die Welten auswählen kann. Und ja, das ist eigentlich, jetzt wird mir hier gezeigt, dass ich hier so eine Sonderaktion durchführen kann. So, leuchtende Zombies haben Spezialdünner dabei. Ja, okay. Ja, also wir wollen jetzt eigentlich mal anfangen hier. Mal so elendig lang hingezogen, das regt mich mal ein bisschen auf. So, und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Die Rasenmäher sind unsere letzte Hoffnung. Und ja, wir können jetzt hier so eine Sonnenblume pflanzen. So. Und die bringt uns halt mehr Einkommen. Das sind diese Sonnen, wie ihr hier seht. Für 100 Sonnen oder 100 Einheiten davon kann man sich halt so eine schießende Pflanze hier kaufen. Und ja, deswegen sollte man erstmal ein paar Sonnenblumen sammeln, damit man ein schönes Einkommen hat, um sich schön aufbauen zu können. Und jetzt kommt da schon das erste Zombie, deswegen muss ich da schnell auch noch eine Pflanze hinbauen. So. Und ja, dann gibt es noch 2 andere Pflanzenarten, die ich bis jetzt hier freigespielt habe. Und zwar einmal die Walnuss. Und die Walnuss ist sozusagen so ein Hindernis, was dann die Zombies aufhält, weiterzulaufen. Ja, und dann gibt es hier noch diese Mine. Die explodiert halt, wenn dann ein Zombie rüberläuft. Deswegen, die benutze ich aber eigentlich nicht so häufig, weil ich finde, dass die halt nur einmal verwertet werden kann und deswegen ist es effizienter, die anderen zu nutzen. So. Und oben seht ihr hier diesen Balken und da wird dann halt angezeigt, wie lange die Runde noch geht. Und jetzt können wir hier schon mal die zweite Reihe aufbauen.
jetzt haben wir wieder hier richtig viel Spezialdünner. Und das wird halt im Verlauf des Spiels immer schwieriger. Immer bessere Zombies, also mit mehr Leben und immer mehr Pflanzen dann halt dagegen. Und halt diese Power-Ups kommen jetzt halt immer. Das ist das erste, dieser Dünger, den ich euch gerade schon gezeigt habe. Und sowas wird dann halt immer öfter kommen. So, den kann ich ihm jetzt hier mal geben. Jetzt habe ich da so eine Walnuss hingesetzt und da kann dann halt kein Zombie dran vorbei. Also das ist auch falsch, dass kein Zombie daran vorbei kann. Das dauert halt nur ganz lange. So, und jetzt sind wir bei der letzten Welle. Da kann ich jetzt nochmal für euch so eine schöne Bombe platzieren, um euch die mal zu zeigen. So, jetzt ist die Bombe scharf, das dauert immer ein bisschen und gleich explodiert die hier. Oder, ja, sie ist nicht explodiert, weil die schon das Zombie davor gestorben ist. Toll. So, das war aber letzte Eisenbahn hier. So, das war das Level. Jetzt schalten wir hier unseren letzten frei. Wahrscheinlich man halt immer frei. Ja, so viel zu dieser App und das geht halt immer so weiter. Durch diese Level muss man sich halt durchspielen. Und ja, kommen wir schnell zur nächsten App und zwar ist das Haunted Knight. Das ist ein Jump'n'Run Game und ja, da muss man einen kleinen Jungen durch einen düsteren Wald führen, in dem ganz viele Zombies auf ihn warten oder Monster, wie man das auch nennen möchte. Und das Gute an diesem Spiel ist, dass es einen Multiplayer hat, auf den wir aber in diesem Video nicht eingehen, damit ihr auch noch ein bisschen was zu tun habt zu Hause. Weil ich kann mich ja schlecht in zwei teilen und gegen mich selbst spielen. So. Also mit Doppeltap können wir noch weiter springen und man kann diesen Kreis hier füllen, den roten, und dann kann man, glaube ich, fliegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hatte ich aber noch nie. Bin ich anscheinend bis jetzt zu schlecht für gewesen. So, und ja, ihr seht schon diese Monster hier überall. Und jetzt habe ich so ein Power-Up eingesammelt, womit ich ja nicht zerstört werden kann. Und jetzt habt ihr gesehen, war der Kreis halb voll von dem Flügel. So. Und ja. In dem Spiel, das war jetzt natürlich eine schlechte Runde, kann man dann immer diese Aufgaben hier freischalten, um dann seinen Charakter aufzuwerten. Und das Geld, was man hier einsammelt, kann man dann auch hier unter Charakter ja, in einen neuen Charakter investieren. Hier gibt es ziemlich viele coole Sachen. Und ja, so viel zu dieser App. Zeige ich euch gleich die nächste. Boah, irgendwie stotter ich heute ein bisschen. Kommt mir irgendwie so vor. Liegt vielleicht daran, dass ich dieses Video schon gefühlte 100 Mal gedreht habe. Und das hat immer nicht geklappt. Und ich bin mir auch echt nicht sicher, ob es diesmal klappt. So, Line Runner 2. Können wir ja gleich mal spielen. Da muss man immer über solche Hindernisse rennen, was ziemlich schwierig für mich ist. Ja, ich stotter die ganze Zeit. Was ist denn los? Weil irgendwie springe ich immer zu früh oder zu spät. Und das muss man, glaube ich, einfach öfters gespielt haben, um da so ein Gefühl für zu haben. Ich spiele es jetzt schon auf Kids Mode. Im letzten Video hat mich nämlich die App hier schon so gedisst, da habe ich auf Normal gespielt. Und dann meinte sie ja, dass ich zu schlecht bin und mal den Kids Mode ausprobieren sollte. Oh, jetzt habe ich einen richtigen Lauf hier. Ja, wenn man das sagt, kriegt man einen New Record. Da seht ihr mal, wie gut ich bin. Aber manche spielen das ja
bis zum Erbrechen, dieses Spiel. Habe ich schon ziemlich oft gesehen, dass dafür welche gespielt haben. Deswegen habe ich mich da jetzt mal selbst dran getraut, aber ich muss sagen, ich bin ziemlich schlecht da drin. Wir können ja noch einmal hier aus dem Kids Mode in Track 2 gehen. Das ist einfach gleich viel schwieriger und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es so schwierig ist. Ich habe auch gedacht, oh, da springst du nur ein paar Plätzchen. Aber es ist einfach. Ich höre jetzt lieber damit auf, sonst wird es noch peinlich. Oder ist es eigentlich schon peinlich? Kommen wir zur nächsten App, The Football Database. Und diese App ist für alle Fußballfans etwas, die gerne auch mal tippen oder ein paar Wetten auf Fußballergebnisse abgeben. Das ist nämlich ein Ratgeber für Wetten. Und ja, die App ist eigentlich ziemlich einfach aufgebaut, aber es geht ja hier auch um den Nutzen. Das ist jetzt nicht so die hübscheste App, die ich kenne. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht hierbei ja darum, dass wir ja, Vereine vergleichen können. Wenn wir jetzt sagen, Freiburg soll gegen Borussia Dortmund spielen, können wir uns hier angucken, Statistiken, wie das so in letzter Zeit war, wer immer gewonnen hat, wer die meisten Tore geschossen hat. Das ist hier alles aufgeführt, leider auf Englisch. Dann können wir hier die History angucken, wie die letzten Spiele ausgegangen sind. Zum Beispiel am 27. Oktober, das ist noch gar nicht so lange her, 2:0 für Borussia Dortmund. Und wir können natürlich auch wechseln, wenn BVB Heimmannschaft ist, wie das da aussieht, dann war das letzte Mal 16. März, 5:1 für den BVB. Und jetzt können wir hier auch eine Vorhersage, was gerade das Interessante ist, geben lassen. 4:0 für den BVB wäre das jetzt. Und wenn Freiburg Heimmannschaft ist, dann 1:2 für Freiburg. Und ja, das ist einfach richtig praktisch, wenn ihr tippen geht und ja, euch mal nicht so sicher seid, könnt ihr einfach diese App heranziehen und euch eine Vorhersage geben lassen, an dem ihr dann eure Wette anpasst. Ja, so viel hierzu. Das geht auch noch für andere Ligen, erste Bundesliga, zweite Bundesliga und glaube ich aus ganz Europa die Top-Ligen jeweils. Mich interessiert aber mehr Bundesliga, aber es gibt ja auch andere. So, und dann kommen wir zu Flipboard. Das ist eine eigentlich sehr bekannte App, die vielleicht schon sehr viele kennen, aber ich hatte die noch nie in irgendeinem Video, glaube ich, gezeigt. Deswegen habe ich jetzt gedacht, zeige ich die jetzt einfach mal für Leute, die sie noch nicht kennen. Das kann ja auch vorkommen. Und zwar kann man sich hier seine Neuigkeiten selbst zusammenbauen, wie man das haben möchte. Und besonders ist hier, dass man Twitter und Facebook noch mit einblenden kann, sodass man alles in eine App bekommt. Bei mir ist es oft so, wenn ich am PC bin, habe ich dann da, was weiß ich, Ship.de oder so auf, wo ich mich über solche Neuigkeiten und Tagesschau und so informiere. Und Facebook und halt die sozialen Netzwerke offen. Und das kombiniert die App einfach und integriert alles in eine App. Das ist einfach eigentlich richtig geil. Man kann jetzt hier unter meinem Flipboard einstellen, welche Abonnements man haben möchte. Hier sieht man jetzt, was ich habe. Nachrichten, Digital, Fotografie, Wirtschaft, Politik, Film, Videospiele, Auto, Wissenschaft. Ja, das war's. Da könnte ich jetzt noch mehr Themen dazu nehmen. Will ich jetzt aber nicht. Und das ist hier richtig cool aufgebaut. Ich kann einfach so, so ziehen, über den Bildschirm ziehen und dann klappt das Bild einmal so um, flippt das, deswegen heißt es ja Flipboard. Und wenn ich jetzt hier in die Titelstories gehe, kann ich ja auch einfach so durchflippen. Und wenn wir jetzt sagen, oh, das klingt aber hier interessant, Neues aus Nordkorea, Abregime mit Kim Jong-un, klingt ja sehr interessant, dann tippe ich da mal drauf, dann öffnet er mir das. Ich kann es markieren, ob es mir gefällt, oder also dass ich es mir später nochmal angucke oder ich kann es teilen. Und ich kann mir jetzt einfach das hier schön durchlesen. Das ist jetzt hier schon angepasst auf Flipboard, die Stern.de, das ist auch schon cool. Bei anderen ist das nicht mal so cool. Wenn wir zum Beispiel hier NTV gucken. Man braucht natürlich der Gutes, das ist jetzt nicht angepasst für Flipboard, aber es läuft immer noch richtig gut, finde ich. Also, ich finde die App einfach klasse, alles unter einem Dach. Das Besondere ist halt mit dem Twitter- und Facebook-Feed, damit man dann sieht, was die Freunde so gepostet haben. Und man kann es halt auch immer schön aktualisieren. Ja, so viel war es hierzu. Ich hoffe, es hat jetzt diesmal geklappt. Und was ich euch noch empfehlen kann, ist meine neue Serie, ja, wenn man das Serie nennen kann, meine neuen Videos über das Zusammenbauen eines Computers. Einfach mal auf meinem Kanal klicken und ein bisschen gucken. Ich baue einen Gaming-PC zusammen und lasse euch teilhaben, wie das funktioniert, weil man da wirklich ziemlich viel Geld sparen kann. Und ja,
Geld sparen ist noch immer gut. Wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder, wenn ich euch wieder die nächsten 5 besten Apps der Woche vorstelle. Bis dahin, Feedback und App-Vorschläge sind natürlich wieder erwünscht. Wir sehen uns. Tschüss.